Herzlich willkommen zurück zur Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Wer hat denn letzte Mal drei Level schon absolviert? Und zwar Bond Yard, die Unterwasserwelt und das allererste Level. Das waren alle Crash-Aufgaben. Jetzt gehen wir mal in die Coco-Aufgaben. Da sehen wir auch gleich ein paar alte Bekannte. Wieder in Form von. Aber erstmal lass mal Tiny reden. Uka, Uka und Cortex wollen, dass Tiny Kristalle ins Kolosseum in Rom bringt. Crash, gib sie Tiny oder Crash wird zerquetscht. Also, wir sehen jetzt gleich alte Bekannte aus der Crash Team Racing Reihe. Genau, der kleine, kleine Katze, Katze. Katze mit den schönen Namen Pura. Auf die reiten wir jetzt. Zack. Oh ja, und gehen auch gleich mal mit. Wir misshandeln die, ja? Ja, wir können damit auch rennen. Genau. Muss gut das finden dafür. Aber meine Aufgabe ist es wieder alle Kisten. 51 Kisten gibt es hier. Und Aku Aku hat doch hier die gleiche Methode. Er wird Schläge für uns ab. So, der hat mich nach oben gebracht. Aber das möchte ich nicht. Ich gehe jetzt noch nicht auf Speedjagd hier. Zack. Also die vier Kisten sind ganz schwer. Ich habe alle bekommen. Es gab auch schon Durchgänge, da habe ich nicht alle bekommen. So, weiter geht's. So, Checkpoints, ganz wichtig. Ich habe wohl alles bekommen. Ich muss nach oben. Juhu! Nein! Oh, ich habe jetzt schon eine Kiste vergessen. Naja, egal, macht nichts. Ich bin eh nur erstmal auf Kristalljagd. Juhu! Dann haben wir den Kristall auch schon angesammelt. Und ich glaube, hab ich auch vergessen zu stellen. Nein! Bin ich vergessen. Ich mach mal, gib mal Gas. Der Sprung ist auch ein bisschen tricky. Und die Kisten auch. Jawohl, ich habe genau die eine Kiste vergessen. Das war schon das Level hier. Bin ja auf der chinesischen Mauer. Juhu! Wie gesagt, wir haben die eine Kiste vergessen, das macht gar nichts. Denn ich brauche nicht unbedingt die Edelsteine für Dr. Cortex. Ich habe auch noch mal kurz gestellt. Muss jetzt ein paar Minuten schon drauf rechnen. Aber wir haben das Wichtigste, nämlich den Kristall. Und schönes Bildschirm. Schöner Bildschirm, ja. So. Das ist der Kristall, den ich brauchte. Danke. So, dann gehen wir mal gleich ins Level Nummer 5. Lass den Coco gleich mal ein bisschen mit ihrem Wasserboot mit Motorantrieb in den Zweiten Weltkrieg stürzen. Ja, mit Piratenschiffen. Yeah, keep coming. So, versuche ich immer alles mitzunehmen. Oh! Juhu! Mit alten Minen, die sind noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Coco auch für uns noch abfährt, so könnte ich aber diesmal alle Kisten mit, die ich finden kann. Denn da bräuchte ich gleich noch mal in die Welt reinspazieren. Für den Edelstein. Optimal gehe ich noch zweimal in die Welt. Aber manchmal geht es ja nicht so, dass so ein alter Piratengangster hier noch auf alter Mission unterwegs. Jo, Checkpoints mitgenommen. So, und A gegen Dings gebe ich natürlich Gas. So, der hat die Kiste bewacht. Der mag uns auch nicht, dieser Vogel. So, hier liegt der Kristall. Jawohl. Wir kommen auch gleich schon zum ersten Zwischenboss. So, die Minen, es gibt auch Minen, die bewegen sich wieder. Das ist nicht ganz so einfach. Wir haben diese Minen ja nie bereit, den Kopf zu brechen. Aber es gibt noch schlimmere. Die. Genau das meine ich. Schlimmere Kisten. Oder Minen, ne, Bomben. Das war Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg. Vielleicht noch aus dem Ersten Weltkrieg. Man weiß nicht, was der da hier getrieben hat. Oh. So, der bin ich auch noch vorbeigefahren. Das auf Zeit zu fahren ist sehr, sehr schön. Coco. Jawohl, ich hab's alle bekommen. Zwei Kisten fehlen noch. Puh, durch die Mitte. Jawohl. Aber das Level auch schon zur Hälfte absolviert. Edelstein mit und tschüss. Aber die schwereren Level kommen alle noch.
Mit Coco und Crash. Es gibt auch Level, da muss man einen halben Kurs zurücklaufen. Aber dazu später mehr. So. Die ersten fünf Level abgeschlossen und da wartet schon Mr. Tiny in Rom auf uns. Yeah, es ist Tiny-Zeit. Tiny Tiger, das Ganze macht der Crash. Crash, Coco, stahlen die Kristalle! Tiny bringt sie zurück in die Gladiatorenarena! In der Gladiatoren-Arena hier rum. Okay. Okay. Und Cortex soll sich das Ganze in der Webreihe an. Der hat aber Kraft. Aber hat er die Kraft, auch mich zu besiegen? Ich habe noch einen Akku. Ich muss ihn dreimal treffen. Wenn ihr denkt, das wäre einfach, dann passt mal auf. Tschüss! Yeah. Daniel hat ein paar Gehilfen in Form von Tigern, die man auch noch ausweichen muss. Aber er ist auch der einfachste von den Bosskämpfen. Ja, dreimal drehen, Attacken. Jawohl, auch noch überlebt, so weiterkommen. Komm. Ich habe 24 Versuche, weil ich 24 Leben habe, aber ich werde nur einen gebrauchen. Tschüss. Wir erlernen hier neue Fähigkeiten. Super Bauchland. Für stärkere Bauchlern und Rücke, Sprung das X und Kreis am höchsten Sprungpunkt. Weiter mit Dreieck. So, das war schon der erste Bosskampf. Crash gibt es den Installer. Yeah! Und die Gladiatoren da, die jubeln mir zu und Cortex ist alles andere als erfreut. Gut gemacht, Kinder. Durch euren Sieg über Tiny habt ihr die Pforte in die nächste Zeitzone geöffnet. Kehrt in die Mitte dieses Zeitwirbels zurück, um zu speichern. Daraufhin wird die Pforte in die zweite Zeitzone geöffnet. Ah, es sind fünf Zeitzonen, ja? Die eine war Rom, die andere war Italien. Die eine ist Rom, die andere ist, was weiß ich, irgendwo in Japan, die nächste ist in England. Ist es in den USA und die nächste ist in Deutschland? Nein, ich habe keine Ahnung. Aber das sieht mir schon. Okay, das sieht noch alt, sehr alt aus. Steinzeit, Eiszeit, Mitteljahr, Mittelmeer oder mit. Ne, was? Keine Ahnung. Das sieht hier schon etwas neu aus. Und das sieht hochmodern aus. Das ist Jahr 2000. Das, ne, 2000 noch gar nicht. Das Spiel kam 1998. Also das 90er. 18er. 17er. 16er. Und 15. Jahrhundert. Genau, aber nächstes. Wir machen ganz normal weiter. Wir machen chronologisch weiter mit der 6. Und das Gesicht oben kommt nicht bekannt, weil es ist Tinkodile. Weiter geht's. Und die nächsten Kristalle sind in Angriff, werden in Angriff genommen. Warum musst du uns denn immer ein Dorn im Auge sein? Hm? Was? Wo war ich? Tiny war ein guter Junge. Er hasste alles und jeden, aber er hatte trotzdem ein gutes Herz. Sei nächstes Mal netter zu meinen Handlangern. Oh, das wird schwer, netter zu sein. Die haben es doch auf mich abgesehen. Das geht nicht. Ich muss eher das Gegenteil werden. Ich muss fieser werden. Oh, die sind 100 Kisten. Falsch Geld, ob ich die gleich alle finde am Anfang. Verdammt! So, und wir setzen auch gleich unsere erste Fähigkeit ein, denn das ist die sogenannte Skalkiste. Die kann ich nicht drehen, da kann ich gar nichts machen. Gar nichts. Gar nichts. Die kriege ich nur mit einer super Bauchlandung. Ach, Kreis muss ich drücken. Ach, verdammt. Das waren 8 Kisten schon. Ich sehe den auch schon, Alter. Akku ist mir am liebsten. Puh, da fehlt nicht viel für den Abgrund. Knackig. Einmal drehen, das reicht. 20 Kisten habe ich schon. Ja, was tue ich denn eigentlich für Tasten hier? So. Die Ziege ist auch noch weg. Aber ganz so schwer sind die Level jetzt hier nicht. Oder noch nicht. Zum Beispiel die Fröschen kann man noch anders ausweichen. Alter Schwede, ich kann mich gerade
bisschen dämlich an. Mit den Fröschen, aber macht ja nichts. Dann ist hier eine Countdown-Kiste. Ach verdammt. Ach verdammt. Aber funktioniert, ich nehme erst die Countdown-Kiste. Aber funktioniert so, wie ich das dachte, ein extra Leben bekommen. Jetzt gehen wir nochmal ganz kurz zurück. Und tschüss. 44 ist da, ich habe auch schon 28 Leben. Falls ihr euch erinnert, ich habe noch kein Leben verbraucht. Also wenn es das Let's One Dead Prinzip gehen würde, wäre ich noch am Leben. Vielleicht mache ich es auch noch nach diesem Let's Play. Aber das war ja eine schöne Projektreihe auf jeden Fall. So mit der Ziege. Ich muss ein bisschen auf meine Gamepad achten, weil der macht man Spannungen, die möchte ich eigentlich gar nicht machen. Aber der erste machst du das auch so. Die Nitro liegt ein bisschen blöd da. Kann mich aber nicht stören. So, TNT, ich weiß ja, ob ich schon TNT das erklärt habe. Nicht, dann mache ich es jetzt ganz einfach. Aber es spricht eigentlich dafür. Wenn ich damit drehe, bin ich so, krieg sofort einen Schlag. Springe ich darauf, kommt ein Countdown, der geht von 3 bis 1 runter. Und bei 0 explodiert das ganze Ding. So, wir haben eine Countdown-Kiste. Wir haben das Fragezeichen bekommen. Okay, der Angriff sieht schon etwas gemeiner aus. Aber auch kein Problem. Auch aufgewählt so die Hühnerja. Geh auf Hühnerja, komm, Crash. Geh auf Huhnjagd. Die kann man leider nicht treffen. Ich muss echt die Störung echt ein bisschen besser in den Griff kriegen. Tschüss. Und ein Bonus-Level. Bei 66 Kisten muss ich die eigentlich 67 haben. Verdammt, ich bin mir nicht sicher. Nein. Crash macht Dance, Dance, Dance. Oh je. Yeah. Oh je. Yeah. Das wird jetzt schon problematisch, wenn dieses Bonus-Level. Vor allem Bonus-Level kann ich auch meinen Akku verlieren. Naja. No waste, no fun. So kann man die Kisten auch springen, ja. Das wollte ich eigentlich nicht geplant, aber es geht. So, weiter geht's. Perfekt. Und da, da, danke. Okay. Diese unsichtbaren Dinger sind ja bekannt. Das wird jetzt ein schöner Sprung. Und ich habe ihn, und er ist mir geglückt, Gott sei Dank, sonst hätte ich ein Leben, kein Leben verloren, aber ich hätte den Aguaco verloren, das ist genauso schlimm. Also hier sieht schon, über kein extra Leben, aber über 100 Bumperfrüchte. Das bedeutet, ein weiteres extra Leben bei 100 Bumperfrüchten kriege ich ein extra Leben dazu. Ich glaube, das habt ihr schon alles gesehen, damit wird die Erklärung schon erledigt. So, den Frosch kann man nicht dazu zwingen, die Nitro zu rennen. Aber die KI ist auch nicht die klügste, passt auf. Zack. Problem schon von der Welt gelöst. So, die Ziege stört mich auch nicht. Was habe ich denn? 86 Kisten. Ach, die alten Schwert. Da unten, so Kristall war ziemlich am Ende des Levels. Die Ziege machen wir auch noch platt. Auch nicht gerade ungefährlich hier. Das meine ich. Jawoll, ich habe auch alle Kisten, alle 100 Kisten eingesammelt. Sehr, sehr, sehr nice. So, dann haben wir eigentlich immer, ich sage immer, der, die Relikte mache ich ganz zum Schluss, wegen ganzen Fähigkeiten. Yeah! Aber das macht ja nichts. So, siebtes Level, da seht ihr schon, da gibt es den gelben Edelstein, den kriege ich aber definitiv jetzt nicht. So, Dingo, da wird sich auch noch zu Wort melden. Oh, ein Dame, da ist jemand auf mich abgesehen. Da oben, ich habe schon gesehen. So, willkommen in Asterix und Obelix. Kann man quasi sagen. Im alten Ägypten. Oder was das hier auch immer darstellen soll. Mit fliegenden Teppichen könnte auch Aladdin sein. Ich weiß es nicht. Auch diese Gegner hier natürlich Krabben an den Decken. Und vieles mehr. Weg mit dir, danke. Ja, hier wurde das Baguette noch in solchen Kisten aufbewahrt. Hier, da. Damit man auch mal damit rumexperimentieren könnte. So. Bumperfrüchte habe ich jetzt geopfert. So, natürlich sind auch
Kisten geil wieder oben, zum Beispiel Verschreck 96. Ich glaube, die kriege ich gar nicht alle. Bin mir gar nicht so sicher, so ein Stockwerk tiefer. Obwohl, es war nicht ein Stockwerk, es sind mehrere Stockwerke hier. Die ich Quest nach unten schicken könnte. Wenn ich das möchte. Genau. Wir wollten mal elegant in Zeitlupe sehen, wie du diese Kiste weghaust. Tschüss. Und du bist eine Countdown-Kiste, da muss ich mich etwas beeilen für. Zum Glück kann man hier am Rand nicht runterfallen. Tschüss. Mr. Jin, der Lampengeist. Tschüss, Krabbe. Und weiter geht's. So, da ist der Kristall schon und das ist ein Bonus-Level. Gleich mal machen. Oh, diese Melodie. Die Melodie gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, nur Countdown-Kisten. Also ich habe das bestmöglich aus Countdown-Kisten herausgeholt. Perfekt! Ich habe dieses Spiel schon so oft durchgespielt. Ich kenne die ganzen Tricks hier. Oh, hier muss man im richtigen Augenblick springen. Damit man das da unten aktiviert, damit man an die ganz oberste ran. Oh, so. Drei extra Leben. Da doch mal eins für die Bombe. Für die 4 Leben habe ich jetzt in diesem Bonus-Level. Also es lohnt sich. Definitiv. So. Ohne dieses Ding komme ich, glaube ich, nicht mehr nach da oben. Genau. Und weiter geht's. Ich nehme alles mit. Wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Außer Tode. Die rennt dann auch noch auf mich zu. Oh Gott, ich sehe da hinten ein Problem. Problem besiege ich jetzt nicht. Gehabt. Das könnte mir aber leicht ins Auge gehen. Genau, nämlich sowas zum Beispiel, dass ich aufgeschätzt werde. Das gibt es auch hier. So, und das war glaube ich schon das Bonus. Das war gleich schon das Ende dieses Levels, genau. Ach, ich krieg doch alle Kisten. Aber ihr habt gesehen, nirgendwo ein gelber Edelstein oder so. Aber den normalen habe ich schon mal. So, damit habe ich das Level abgeschlossen. Jetzt kommen wir echt zu was ganz, ganz Nettes. Nämlich ins nächste Level, Level Nummer 8. Ein Level, das mir ganz besonders gefällt. Rock White. Genau, wir fahren wieder. Aber Dingo, der möchte noch nicht hier so ein kleines klassisches Rennen hier. 3, 2, weil er gar nicht. Oh, verdammt, so. Ich bin gerade 7. Hier muss ich auch noch Kisten einsammeln. Kommt auch noch erschwerend dazu. Und aber ich hab da voll wieso so kleine Speeder hier. Und ich drücke jetzt X und drücke, dann bleibt wieder im Speed-Modus. Sonst kannst du hier nicht gewinnen. Das kann man hier nicht gewinnen. Weil die letzten haben mir echt ein Speed. Wie viel zu ich es beim ersten Mal schaffe hier? Obwohl die Kisten sollten nicht das Problem sein. Ja, sage ich jetzt noch. Zum Beispiel die gemein hier. Und die Kurve nehme ich nicht mehr so ganz optimal. Es sind nur 13 Kisten. Oh, wo ist die letzte? Wo war die letzte? Ich habe eine vergessen. Ich weiß nicht, ob ich vergessen. Naja. So, das war schon das Rennspiel. Aber es gibt noch weitere. Es gibt noch 2 weitere Rennstrecken. Die natürlich etwas schwerer sind als Rock White. So, ihr wundert euch, gibt es hier überhaupt Aufgaben für Coco? Ja, die gibt es. Machen wir erstmal die Tom-Type. Und Dingo Dial. Hallo Leute, Dingo Dial mein Name. Ich soll Uka Uka und Cortex, die Kristalle der Eiszeiten, bringen. Also, her damit und verzieht euch, oder ich mach euch alle. Was habe ich am Anfang gesagt? Eiszeit? Oh, ja, lag ich aber ziemlich gut dabei. Nur es sieht mir nicht so ein bisschen nach der Zeit. Und welches Land macht eine Cortex-Statue? Oder ein Cortex-Kopf, wollte ich mal besser sagen. Wo gehen denn nochmal solche uralt Dinger rum, ey? Ja, im alten Ägypten eigentlich nur.
Pyramiden heilig waren. Ja, so eine Skette ich gar nicht betreten darf. Aber sie wissen schon, wie man sich wehrt. Sie schicken einfach Krokodile in die Abgründe, ja. Und machen Ölfelder, ja, wo ich ausrutsche. Ja, das gibt es alles, ja. Aber es war noch weitere Gefahren auf mich. Zum Beispiel ein geschlossenes Tor mit, ja, mit einem Zeitschloss, ja. Komisch, oder? Ich glaube nicht, dass die alte Technik schon so weit war. Naja. Logik, weil haben so Leute hier. Die Grünen bleiben hier oben und die Spinnen bleiben gehen nach unten. Da haben wir schon das Bonus-Level. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich alle Kisten kriege. Ich glaube, ne, ich glaube hier nicht. Hier nicht. Also mit das Bonus-Level, glaube ich, gerade umsonst. Naja. Habt ihr es schon mal gesehen? Ja, gut, das. Oh, ich würde gerade sagen, das sieht gemein aus. Das ist aber eigentlich gar nicht so einfach, ist das. Da gibt es durchaus auch schwerere Dinge. Zum Beispiel das hier. Das ist zum Beispiel gemein. Aber ich habe es noch gemeistert. Glück gehabt. Weil da hochzukommen ist nicht gerade einfach. So, jetzt ein Wupperfrüchte noch einsammeln für ein weiteres Leben. Und mein Leben kommt und steigt und steigt und steigt. Okay, das wird das letzte Level sein, was ich in der Aufnahme noch hier reinpacke. Ja, ich bin schon bei 19 Minuten, wird dann ein etwas längerer Part. Dann sehen wir Dingo da dann im Part Nummer 3. Schon. So, genau, mit Ratten werden auch noch auf uns beschossen, oder was das hier kann sein. So kleine Äpfel, die geben uns noch Pumperfrüchte, wenn ich möchte. Die ich aber nicht brauche. So. Und der wirft was von oft aus der Decke runter. So, ich könnte jetzt erst Akku nehmen, den nehme ich aber jetzt noch nicht mit. Denn ihr wisst ja, was dann passiert. So, Schattenläufe kommen da eigentlich Pfeile aus der Wand. Die bleiben für immer geöffnet. Ich glaube, hierfür bräuchte ich den. Wieder den Edelstein. Jawohl, den habe ich leider nicht. Oder besser gesagt, noch nicht. Das bedeutet, ich komm nicht. Ne, die Kisten kriege ich da nicht. Kriegst du den Edelstein, den Kristall? Das heißt, einmal schnell durchwaschen hier. Oder fast schnell durchwaschen, so geh auf. Danke. Später gibt es auch noch eine, da brauchen wir Geduld. Da brauchen wir echt Geduld. Und Geduld ist nicht gerade meine Stärke. Das ist auch gemein hier. Gemein gemacht, gemacht, gemacht. Aber ich habe es gemeistert. Hehe. Ich kenne halt diese ganzen alten Fallen. Solche eher nicht mal Kistenkrieger, wenn ich gerne platt gemacht werde. Oh, Rache ist süß. Und verbrannt werden möchte ich auch nicht unbedingt. Ja, ich kriege nicht alle Kisten. Aber wieder einmal ganz zum Schluss kommt der erste Kristall. So, setzen wir die nochmal ganz kurz in Bewegung. Da oben ist das Ziel schon. Ihr seht keine Nitros. Können wir da keine Nitro-Antwort sein, die ganzen Nitros kaputt macht? Nein, ich krieg nicht alle Kisten. Also verlassen wir das Level. Geh speichern. Und dann sehen wir uns wieder in der Eiszeit hier. So, damit haben wir schon 9 Kristalle. Also es geht relativ schnell, es wird ein kurzes LP werden. Ja, wir haben schon 16% in 2 Parts. Nicht schlecht, Herr Specht. Ich sag dann mal bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ist. Crash Bandicoot 3. Wow.